Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir machen jetzt weiter mit den Aufgaben. Okay, sehr interessant, wie alles verstrickt ist. Also in super schwer Aufgaben, die super schwer sind. Wobei nicht die DLC-Aufgaben, sondern die Ultimativaufgaben, genau das wollte ich sagen. Nein, wollte ich nicht sagen, aber ich kam nicht auf den Namen. Okay, Ultimativaufgaben. Das sind die schwersten im Spiel. Dann werden wir eine ausklammern. Zumindest also besiege alle Gegner. 10 Runden, das ist ein Haufen. Das ist ein Haufen. Ja, natürlich spawn ich hier direkt vor Bowser Junior. YOLO, denke ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hier angehen soll. Viel Damage mache ich. Ah ja. Den kann ich einfach so besiegen. Ich glaube den hier auf, den gehe ich zuerst. Habe schon mal einen weg. Und, aber auf jeden Fall schon darauf einigen, dass ich hier nichts mit Bowser Junior zu tun haben will. Mario kümmert sich schon um die hier. Komm jetzt. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Oh nein! Mensch, reiß dich aus für den hier. Ah! Mist! Ich hoffe, das geht gut aus. Also das mit Mario, da mache ich mir gerade ein paar Sorgen. Ja, macht mal euren Schild. Jetzt bin ich gespannt. Was? Machen Honig? Achso, wegen den Honigfässern machen die Honig. Soll das nicht laufen? Gehen die AP aus? Auch eine Möglichkeit geben zu fliehen. Ah nein, jetzt habe ich Frost. Egal, zumindest kannst jetzt du schon mal alles auslösen.
Jetzt krieg ich. Heilung. Du bist schon mal weg, Gegner Nummer 2. Entfernt ist. Stell mich mal hier hin. Ich kann hier mit Schwachmacher hier mal schön. Nicht 100, ich habe 100% Chance. Gut, aber kann ich angreifen. Ich glaube den hier löst nicht aus. Ich glaube fast schon, dass die Kettenhunde sich schon irgendwie hier kümmern. Nur gespannt, wie viele Felder die jetzt gehen. Okay, zu viele. Okay, dritter Kill. Na, ah, ungünstig, warum genau da? Weil zum Glück kann er nicht angreifen. War ein bisschen was ab, kann sich aber auch wiederum heilen. Auch wenn sich hier mich fokussieren. Irgendwie auf den hier. Wie schick das jetzt, das hier mache? Nicht von zufälligen Effekt. Jetzt den Effekt nicht ausgelöst. Egal. Okay, jetzt ist jetzt Mario wieder geheilt durch Effekt. Muss auch bis 100%. Was jetzt auch mit dir? Ja. Du kannst Schild aktivieren, nämlich. Du kriegst einen ab. Ich glaube, und die mache ich mir eher weniger Sorgen. Nein, auch nicht.
Okay, zumindest wird er in der nächsten Runde schon durch die Ding besiegt. Tust du dich hier als erstes? Ah, das ist das Problem, dann gehe ich hier, laufe ich hier durch. Was ist jetzt undankbar? Was soll ich jetzt mit? Da kann ich Schwachmacher auch besser einsetzen. Ja, ich muss auch so denken, ich habe ja ein striktes Zügellimit. Ja, ein bisschen. Das überlebst du schon. Stand doch eben 100%. Egal, der ist auch in der Range drin. Bullshit, da stand doch 100%. Warum? Warum? Kann ich jetzt nicht angreifen? Es ist fast schon dumm, dass die Prozentzahlen nicht akkurat sind. Okay, an dem muss ich mich jetzt ab sofort nicht mehr kümmern. Einfällt entfernt sind, dass ich keinen Nahkampf machen kann. Ätzend. Ja, du wirst ja anvisiert. Oh, jawohl. Ich mache jetzt ein Schild. Ja, why not? Wir machen die nächste Runde. Ja. Nice. Nächster Gegner down. Jetzt minimal bedroht. Habe ich jetzt auch von hier aus die 100%? Okay, so kann ich schneller von A nach B kommen. Jetzt wirklich den Vorletzten besiegen. Nice, 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 nice. Wer wird überhaupt von den Viehstamm isoliert?
erstmal eine Heilung rein. Brauche ich. Langsam heilen. Zum Glück bist du da unten ziemlich gut gefangen. Ich hab jetzt die gesamte Special Dings auf diesen einen. Dummen Ding hier. Minus habe ich 100%. Spiel, lügt mich nicht an. Ich will jetzt hier. Volle Power auf dich hier übertragen. Nächste Runde war's das. Und das ist dein Untergang. Jawohl. Okay, so schlimm war das nun nicht. Ich erinnere mich doch beim ersten Mal durchspielen, da habe ich gehangen. 2 neue Waffen verfügbar. So bekommt man die anderen Waffen. Ich dachte, man müsste dafür irgendwas anderes machen. Ich meine, Multiplayer, da kann man doch auch was freischalten beim Multiplayer. Ich dachte, nur so wird man die kriegen. Als ich natürlich gesagt habe, 100% war es bezogen auf 100% Singleplayer. Ich meine, ich habe ja relativ viele Coins, daher... ja schon was ausgeben. Was denn jetzt neu? Mehr Schande für Sprung statt Honig. Honig ist natürlich episch, aber gut, trotzdem. Denn ja, Stoß und Feuer tut sich eigentlich nicht wirklich viel. Denn ich meine, bei Honig, da muss ich ja Nahkampf fahren. Je nachdem, was ich dann für Gegner habe, ist es natürlich schlecht, wenn ich da Nahkampf mache. Und gut, wenn ich dann auf Distanz gehe, dann nach dem Nahkampfangriff. Gibt es noch irgendwas Neues? Nein. Nicht, dass ich sie auch hier nicht im letzten Part alles ausgegeben haben. Jawohl, ich habe hier überall was gemacht. Oder offscreen. Auf jeden Fall war es mit diesem Part. Und da freue ich mich schon auf den nächsten. Das ist wirklich ein sehr guter Schwierigkeitsgrad. Möchte ich nur mal anmerken. Das gefällt mir so.
Dann sage ich, ciao Leute.